jetzt mal eine Geschichte, wo ich nicht immer negativ rauskomme. Ja, dann während Jahren habe ich zu Balgen im Studium immer den Posthalter abgelöst. Im Sommer hat er 5 Wochen Ferien machen und er war froh, dann hat er immer die schöne Sommerzeit für Ferien, wenn die Verwaltung ihn geschickt hat, hätte er müssen abwechseln, Winter, Sommer, Frühling, Herbst. Und so habe ich immer im Sommer 4-5 Wochen abgelöst. Und damals hat man noch auf der Post telefonieren, hat es eine Kabine gehabt. Dann hat man gesehen, am Schalter würden sie mir noch drucken, oder? Und dann etwa bei einer haben wir dann gesehen, ja, wo hast du denn am liebsten gedruckt, oder? Man hätte ja müssen einen Apparat drucken, oder? Zum Reingehen. Und dann nachher ist da mal ein junger Mann gekommen und hat dann da telefoniert und dann ist das Fräulein ist dann am Schalter gewesen und ich bin hinten dran, am Fenster dort am Bürotisch. Ich weiß nicht, was ich ausgerechnet habe, der Buchhaltung gemacht. Und dann höre ich nur wieder Apparat hinten, alt, klick, klick, klick gemacht. Das heisst, er hat ins Ausland telefoniert, bei jedem Klick war wieder ein Zehner, oder? Und der Posthalter war verantwortlich für die Abrechnung. Also, wenn einer nicht zahlt hat am Schalter, wenn er einfach gegangen ist, hat der Posthalter dann müssen so einen Ordnersack zahlen. Oder? Der Lorenz, der Laurenz. Ja, nein, aber du mal, ist ja nicht der Lorenz, der Post, der Kuster. Aber ich war ja dort der Vertreter. Ich hätte das aus dem Ordnersack müssen zahlen, oder? Und dann habe ich nach dem Fräulein gerufen, hey, du, wie viel hat er schon vom Zeller? Ja, 26 Franken 50. Dann sage ich, oh, pass denn auf, dass er nicht abgeht, oder? Das sind sie mir immer noch probiert, oder? Und dann hat es da weiter klick, klick, oder? Und zumal höre ich nicht mehr klick. Und dann rufe ich, hat er gezahlt? Nein, er ist schon raus, oder? Und ich schaue dann dort zum Fenster raus, oder? Bei Post, bei Neuerbild. Da sehe ich, wie einer Turnhallenstrasse abgerennt, oder? Da denke ich, du kommst mir jetzt gerade geschlecht. Und ich war schnell auf 100 Meter. Dann zum Büro raus. Das Auto hat er nicht auf dem Parkplatz auf der Post hergestellt, sondern dort im Frauengarten um. Der hat doch da bewusst gemacht. Oder? Und dann hat er gerade so die Tür aufgetan. Und die Herrin, zahlt man denn da die Telefongebühren nicht? Oh, ich habe es vergessen, Ja, ja, der Weg hier abgesprungen. Und dort, jetzt gehen wir gerade auf die Polizei. Da war die Polizei noch im Postbüro oben rein. Oder? Dass er nicht, nein, bitte nicht. Er hat es wirklich vergessen, er hat etwas studiert und so. Dann sagt, jetzt kommen Sie mit auf. Und es hat auch noch Leute dort gehabt, oder? Die hätten schon gesehen, wenn er jetzt gesagt hat, Tür zu, hätte er gesagt, da heben wir jetzt ein, oder? Ja. Und dann ist er dann schön mit mir aufgetrottelt. Dann habe ich aber überlegt, soll ich jetzt über rauf mit und zum Polizist oder nicht? Dann hatte ich halt Verwärmen mit. Und dann hat er dann am Schalter hat er dann die 35 oder was nicht mehr wie viele Franken gezahlt. Aber da hätte ich müssen, als Student hätte ich dann aus dem Norden 6 müssen zahlen. Doch gemeine Keine.